Hallo Leute, da bin ich wieder, Emre 70 am Start und ihr seht, ich war kurz in der Feste, hab schnell ein paar Sachen in die Kiste gepackt, dann habe ich mir wieder diese vier Magier, also die drei Magier geschnappt und wir stehen jetzt hier wieder mal in der Wüste und marschieren direkt, ja, die Griffon-Feste. Wollten wir ja schon etwas länger machen, ne? Immer wieder kam irgendwas dazwischen, nervigerweise. Und einfach mal schauen, wie das hier mit denen funktioniert. Ich mache mal einen Schnellspeicherstand, wie ich ja so bin, ne? Würde ich erstmal sagen, wir gucken mal, wie die sich so machen. Vorher beanspruchen wir hier noch da was. So, in der Gegend rumsteht. Ja, her damit. Dann schauen wir mal. Über den Riss zu den. Ja, ihr Idioten, wenn ihr alle weiter weg steht, dann ist das nicht mein Problem. Oh, meine Hassgegner. Steh auf. Ja, also Vivienne ist so mit am die Schwächste, habe ich so den Eindruck. Ja, die Hassgegner Nummer 1. Würdest du aufstehen, dass du deine Barriere wieder aufbauen kannst? Komm schon. Was ist denn hier los? Ihr seht, das Powerpaket sind definitiv Dorian und Lucien. Stopp. Bin ich jetzt hier der Einzige? So. Ich weiß nicht, wo irgendjemand liegt. Das ist mir jetzt auch wurscht. Hier, Leute. Ja. Hau ihn auf die Mütze. Ihr seht, ne? Wenn man diesen selber steuert, hat der eine Power. Mach erstmal den hier fertig und dann machst du den fertig. Kein Heiltrank, nichts gebraucht. Und volle Gesundheit. Ja. Ging doch ganz gut irgendwie. Naja, irgendwie, ne? Ich bin ja immer so. Tja. Ja gut, ich gebe euch. Einen gebe ich euch, aber mehr nicht. Ist doch geil, oder? Von der Entfernung, wie drei Magier auf die kleinen Pisser da kloppen. Okay, die Ausdrucksweise ist wieder mal unter aller Sau, Manuela. Aber irgendwie. Was ist da noch? Ich finde halt bei den Bogenschützen und bei den Magiern die Reichweite wirklich gigantisch. Macht alles schon fast zu einfach, oder? Ja, ich will nicht jammern, ich will mich auch nicht beschweren. Na gut. Sammel das mal ein. Wir wollten zur Feste, ne? Wir laufen das schon wieder. Was ist denn jetzt?
Okay, die Stachelrücken sind dann schon ein bisschen hardcore. Bitte? Sei mal ein bisschen standhafter, mein Freund. Nee, du brauchst jetzt keine Hilfe. Und du hör auf, immer so eine blöden Sprüche zu kloppen. Meistens verrecken wir dann. So. Dieses Nest, glaube ich, haben wir hier ausgerottet. Ich höre da schon wieder was reden. Wo sind die denn? Ja, die sind da ganz hinten. Das ist mir jetzt egal. Murmelt ihr mal vor euch hin, das ist mir Schnuppe. Okay, wir sind jetzt Level 13 und die Level 11. Dann ist schon ein bisschen. Gibt es nur noch mickrige Pünktchen? So. Ja. Mal schön in der warmen Wüste. Griff von Flügelfeste. Ja, wir machen es heute von hinten. Öfter mal was Neues, oder? So. Na komm. Ja, mach an. Schauen wir mal, was hier los ist. Schlangenstein, das ist gut. Das ist ein gutes Material. So, Bienenbomben haben wir noch, würde ich sagen. Wir können uns die Feste vorschnappen. Und machen es, wie gesagt, mal von innen heraus. Ganz rotzfrech tauchen wir jetzt da. Ups, nimm. Ja, ich denke mal, das schaffen wir den Part noch. Die alte Zisterne stinkt nach faulendem Fleisch. Ja, ich weiß, es ist eklig, aber wir klettern schon hoch, Leute. Alles ganz easy, nicht aufregen. Hallo, wir kommen von hinten. Ja, bevor uns hier in den Rücken fallen, ne, machen wir die mal alle platt hier. Kannst du mir mal sagen, mein Freund, warum du fast tot bist? Ups. Ihr habt gehört. Ey. Da war doch der Drache einfacher, oder? Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Ja, dann macht mal hin. Schön, dass irgendeiner ihn wiederbelebt. Ob da steht noch einer. Da haben wir es wieder, ne? Diese blöden Bogenschützen, das sind so kleine Missgeburten. Diese Scharfschützen da oben, die haben sie echt nicht mehr alle. Ja, komm runter, du Clown. Was? Sollen wir anklopfen? Natürlich. Hat der jetzt dreckiges Hurenbalg zu uns gesagt? Ich glaube, ich spinne. Ich bin im falschen Film. Dreckiges Hurenbalg? Ich bin gleich sprachlos. Ich komme gar nicht drüber hinweg, sorry. Ihr merkt es schon. Ich kann mich jetzt gar nicht abreagieren. Dreckiges Hurenbalg. Was für eine kleine Mistmade. Was bildest du dir eigentlich ein? Du kleine Stickmorchel. So, hier. Warum sind denn zwei da tot? Mit wem laufe ich denn? Wen habe ich hier? Dorian habe ich hier. Oh. Ey, Solas, du bist auch noch
zu schwach. Du bist aber, ich kann dich auch nicht leiden, ist mir auch egal. So, ja, ihr merkt schon, den kann ich nicht leiden und den kann ich nicht leiden. Man hat so seine Lieblinge. Und das Dumme ist... Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Ach ja? Ach nee? Ach hier, das da? Dann nehmen wir das. Die Schutzzauber zeigen Wirkung. Ja, nutzt uns nichts. Schubst mich nicht runter, dann bin ich mich wieder unten. So. Wo geht's denn lang hier? Jetzt habe ich schon wieder verlaufen. Ne, hier. Dann wollen wir mal. Ja, auf sie. Ist doch geil, oder? Die drei Magier stehen da in einer Reihe. Ja, Vivienne. Also ich fand im ersten Teil, ich spiele ja jetzt auch gerade wieder den ersten Teil, die Taktikeinstellung schon besser. Weil ich habe, da haben die wenigstens das gemacht, was sie sollten. Hier funktioniert das nicht so richtig. Wir gehen mal von hinten ran. Wir machen es halt von hinten, ne? Knallhart. Ich habe heute Bock auch von hinten. Also, tue ich erstmal hier plündern, ganz rotzfrech. Ne? Und dann geht's ans Eingemachte. Oh, was macht ihr denn schon wieder? Habt ihr schon wieder... Ah, nee, ihr steht hinter mir. Okay. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Die sind alle da hinten verteilt. Das sind zwei biestige Magier. Soweit ich mich erinnere. Ja, dann komm her hier. Was läufst du denn weg? Bleib hier, mein Freund. Ja, so soll es ja auch sein. So sollt ihr auch dienen. Dafür seid ihr da. Können meine Krieger hier mal, meine Magier hier mal mitmachen? Ach, die mussten außen rumlaufen. Die waren nicht so gut wie meiner, der darüber huppen konnte, ne? So. Okay. Plündern tun wir das alles nachher. Wo ist er denn? Hier geht's ja ab wie Schmidts Katze. Noch einer? Irgendwo ist noch... Da hinten versteckt er sich, der Kleine. Was sind wir denn? Wir haben Feuer, wir haben Elektrizität und wir haben Eis. Ja, Vivienne ist... Die Truppe an sich ist so nicht schlecht, muss ich sagen. Solange wie ich keine Schlösser knacken muss, ist das alles ganz easy. Aber... dass die da immer so vorne ranrennt, obwohl die nichts kann. Ich muss mal die kurz anders einstellen. Ja, die Feste, die schaffen wir auf alle Fälle. Wie wir ihn verhalten. Tu dich mal Dorian anschließen. Und Barriere, Blitzfeuer, die Geisterklinge lässt du mal weg. Okay. Wiederbelebung. Und das hier kannst du bevorzugt machen. So. Jetzt muss ich dir noch einen Heiltrank geben. Leute, ihr kleinen Pissköpfe. Ich hab bloß noch vier. Ist nicht gut. Ja, ich schimpf schon wieder. Ihr merkt das schon wieder, ne? Aber wenn die manchmal so doof sind, kann ich auch nichts ändern. Man muss doch auch mal ein bisschen gehorsam sein. Kann doch nicht jeder tun, was er will. Wo kommen wir denn da hin? Können wir schnell speichern? Ja, wir können kurz schnell speichern. So. Ja, mit den Schurken habe ich mich immer angeschlichen. Kommt her, Inquisitor! Ich bin bereit!
Zu dienen, ja, du dienst mir auf die Knie, du Idiot. Dienen. Komm, zeigt mir, wie... Zeigt mir, wie ihr dient. Im Liegen oder was? Na prima. So eine Diener kann ich brauchen. Stopp mal. Ah, ich finde die Musik so episch, ne? Was ist denn? Würdet ihr bitte mal... Ich blicke hier gerade gar nicht durch, aber es macht nichts. Komm hier. So, der erste. Ja, folge deinem Meister, du Clown. Ja, sieht ganz gut aus. Geht von mir weg. Hier ist noch einer, so ein Unsichtbarer. Diese Pirscher, die sind also... Ja, ich würde sagen... Ein bisschen Farbe hier und dort und ihr hättet eine halbwegs gediegene Bleibe. Würde dir das auch gefallen, mein Freund? Gut. Was schnaufst du denn so, du Depp? Du bist doch umgeflogen. Eieieiei. So, hier haben wir noch ein Astarium. Das mache ich aber extra, weil ich das dann wieder in die andere Liste tue. Als Lösung. Ja, nee, das will ich nicht. So, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, bevor wir... Ja, also musikmäßig, ne, finde ich das schon richtig episch. Wenn dann so ein Battle ist und da das dann um so eine Festung geht. Gefällt mir sehr gut. Mag ich. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen unsere Festung in Besitz halt. Nein, gib mir das noch. Wie gesagt, das Astarium mache ich extra. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon gemacht habe, ob ich das schon in der Liste habe. Und los geht's. Yes. Ja, Vivian, du brauchst nicht gucken. Du machst es dir hier nicht bequem, meine Liebe. Ja, ich weiß, das ist gemein, aber das ist nun mal so. Die Griffhornfeste ist eigentlich so Kall in seiner Abteilung, also für die Krieger. Man kann ja drei Festungen sich nehmen. In den, nicht in den erhabenen Ebenen, sondern in Kammwald ist auch noch eine Festung. Ihr kommt früh. Wir sind kaum eine Woche hier. Ich habe gerade eine Patrouille draußen. Einige der Männer haben in der Gegend dunkle Brut gesehen. Na prima. Die Venatori haben sich zurückgezogen, aber unsere Kundschafter wissen noch nicht wohin. Wir haben uns hier ganz gut verstanden, aber die Wasserversorgung der Festung ist problematisch. Das sorgt für Verzögerungen. Ich werde umgehend Männer dafür abstellen. Wasserprobleme? Inwiefern ist die Wasserversorgung problematisch? Der Brunnen der Festung ist verseucht, weil diese verdammten Venatori Leichen hineingeworfen haben. In der Nähe gibt es zwar eine Oase, aber dort haust ein Wargest, der uns bis jetzt recht erfolgreich von der Oase fernhält. Eieiei. Die Soldaten sind seinen Klauen und seinem Gift schon zum Opfer gefallen. Wir werden Verstärkung brauchen, um das Biest zu vertreiben. Dunkle Brut? Was könnt ihr mir über die Dunkle Brut in dieser Gegend erzählen? Dunkle Brut scheint sich zu regen, seit wir die Festung in Besitz genommen haben. Ich habe die Truppen angewiesen, sie nur anzugreifen, wenn es absolut nötig ist. Okay. Wir brauchen keine Verderbnis in unseren Rängen. So. Wir müssen herausfinden, aus welchem Loch diese Monster gekrochen sind und es versiegeln. Und wer bist du? Wir kennen uns noch nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Rylan, zu euren Diensten. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond einhäuften. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Okay. Woher kennst du Cullen? Woher kennt ihr Cullen, wenn ihr in Starkhaven stationiert wart? Nachdem Kirkwall explodiert war, schickte Starkhaven Unterstützung. Ach komm, so schlimm war es in Kirkwall auch nicht. Übertreib doch nicht so.
Viele Leute waren obdachlos oder in eingestürzten Gebäuden verschüttet. Ich koordinierte damals die Bergungsbemühungen und traf Cullen, als er versuchte, den traurigen Rest der Templer von Kirkwall zu befehligen. Okay. Du bist nicht gegangen? Ihr wolltet die Kirche nicht verlassen, wie der Rest eures Ordens? Heilige Pflichten sind schön und gut, aber ab und an muss jemand die wirkliche Arbeit erledigen. Sehr recht, Soldat. Wenn die Kirche brennt, hole ich Wasser, anstatt herumzustehen und die Asche der Ketzerei zu bezichtigen. Ich wollte euch nicht zu nahe treten, Inquisitor. Schon gut. Und? Wie behandelt euch die Inquisition bis jetzt, Hauptmann? Ich kann nicht klagen. Manchmal ist meine Arbeit ziemlich verrückt, aber ich bin immer froh, wenn ich mich nützlich machen kann, Inquisitor. Es gibt immer etwas zu reparieren oder abzustützen. Und um die Wasserversorgung muss sich schließlich auch jemand kümmern. Na gut, das war dann alles. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Ja, also wie gesagt, es gibt in 3 Regionen, also im Kammwald ist noch eine Festung, da sind dann mehr so die, die Dingsbums. Ach, das ist dieses blöde Astrarium. Die Schmuggler, also Liliana, ihre Festung. Und dann gibt's noch in Embrüdillon, gibt's auch noch... Der schlechte Zustand der Feste ist mir einerlei. Ließe sie sich verteidigen, hätte man sie nicht eine Epoche lang verrotten lassen. Leitet Reparaturen ein, baut die Befestigungsanlagen wieder auf. Wir werden sie brauchen und wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Service. Naja. Pech gehabt, mein Freund. Wir sind einfach besser. Ja. Jetzt haben wir natürlich hier überall in jeder Festung können wir tauschen und machen und tun. Und Embrüdillon ist halt dann Josephine ihr. Seht euch das an, Schätzchen. Ihr verletzt ihre Gefühle, die Ärmsten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, muss ich mir das jetzt wirklich anhören? Tränke, nee, aufwerten nicht. Aber ausrüsten vielleicht. Wir laufen ja hier noch ein bisschen in der Gegend rum, oder? Haben wir noch? Ich weiß nicht, wie viel Lotus wir haben, aber ist ja egal. Ja, ich würde sagen, dann mache ich einen kleinen Cut. Ja, wir haben keinen Blutlotus mehr. Was ist denn das für ein Mist? Verdammt nochmal. Das wichtigste Accessoire, was ich brauche und hab's nicht mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht reden. Ich habe mit dir geredet. Mache ich einen kleinen Cut. Festung gehört uns, so wie es sein soll. Wir vergrößern unsere Macht stetig. Ja, wenn ich mit euch fertig bin, dann spurt ihr. Das sage ich euch. Ja. Was hast du denn? Veredeltes Großschwert, Hexenstab des Feuers. Ach Gott, oh. Ja, das ist alles ein bisschen... Naja. Hier hat sie nichts. Ausdauer, Trankgürtel. 2 zusätzliche Tränke. Ja, das gilt erst, wenn man das letzte Ding da freigeschalten hat. Fokus habe ich schon, den besten Gürtel im Spiel, den es gibt im Spiel. Lebenswächter-Amulett, na, brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Das ist alles so chip für Schwerterzeugs. Abtrünnige Stabklinge. Da sieht man leider nicht, welche Stufe 1, 2, 3 oder irgendwas. Leere Runenstein. Ja, sonst hat die nichts. Na gut. Dann eben nicht. Wir haben auch nichts. Schwere. Naja, geh weg. Benji, du hast mich jetzt erschrocken. Leg dich mal wieder hier hin auf deinen Platz. Komm. Du tappelst mir hier durch die Gegend. Entschuldigt bitte. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, ich mache ein Päuschen. Und dann werden wir... Was machen wir denn dann hier? Was machen wir denn? Wir laufen noch ein bisschen... Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht so ausführlich spiele, wie wenn ich jetzt, wie ich auf 100% spiele, ich es nicht. Die Quest da hinten holen wir uns noch. Weil das kann ich mich dann freischalten, wenn ich in der Festung bin.
Man hat mich hier zwei oder dreimal die Möglichkeit, Die Luft ist vergiftet. Wir können nicht weiter. Ja, die dunkle Brut ist durchgekommen. Ich muss unsere Leute in der Himmelsfeste um Rat fragen. Verreckt doch, Vivian. Ich habe nichts dagegen. Entschuldigt bitte. Ja, ich verabschiede mich, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir werden noch ein bisschen, wie gesagt, hier rum... Ja, ihr seht, wir haben vieles noch nicht gemacht. Da hinten ist dieser Frederik von Schieß mich tot. Da ist noch ein Lager und ja, hier müssen wir das bauen. Ich werde mir überlegen, was ich mache. Ich lasse mir was einfallen. Vielleicht bin ich auch ganz, dass ich erstmal Dorian seinen Quest mache und zwar mit seinem Vater, damit ich die Romanze da ein bisschen vorantreibe. Das kann natürlich auch sein, dass wir uns dann gleich in Redcliffe wiedersehen. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Bis bald, eure Emre70. Ciao, ciao.